liebe Studenten an der Universität Wien. Ja, wie ich letztes Mal schon versprochen habe, berichte ich heute ein bisschen über die Kurse, die ich hier an der Universität Sorbonne Nouvelle Trois in Paris belegt habe. Ein großer Unterschied ist zunächst die Größe der Kurse. Hier sind wir nicht, wie in Wien, wie ich das gewohnt bin, von Theater, Film und Medienwissenschaft, in großen Hörsälen, die 80 bis 100 Personen umfassen. Hier sind es vor allem kleine Klassenräume, in denen wir unsere Kurse haben. Hier gibt es Tafeln, Tische und Bänke und das Ganze erinnert ein bisschen an Schule. Das ist unter anderem so, weil die Kurse meistens nur 20, 15 bis maximal 30 Personen umfassen. Denn jedes Kursthema, zum Beispiel Theater, Schauspiel, wird von mehreren Professoren angeboten. Sprich, es gibt zu jedem Kursthema auch 3 bis 5 Professoren. Deswegen sind die Klassen viel kleiner, als ich es von Seminaren in Wien kenne. Der Professor macht zu Beginn jeder Stunde L'Appel. Das bedeutet, er ruft jeden bei seinem Namen auf und prüft somit die Anwesenheit. Es kann also auch eine viel persönlichere Beziehung zwischen den Lehrenden, den Professoren und den Studenten entstehen, wenn die Klassen viel kleiner sind. Sprich, der Professor kümmert sich um deine individuellen Bedürfnisse besser und kann auch auf Fragen viel besser eingehen. Während der Kurse, die meistens 2 bis 3 Stunden dauern, verlässt aber auch niemand den Klassenraum, es sei denn, es gibt eine Pause. Wenn man zum Beispiel früher weg muss, spricht man das extra vorher mit seinem Professor ab und bekommt dann von diesem die Erlaubnis. Ich habe bis jetzt sehr interessante Kurse gewählt, und zwar beschäftigen wir uns einerseits mit Kulturpolitik hier in Paris und in Frankreich. Wir besuchen jede Woche unterschiedliche Kulturinstitutionen und lernen hier auch verschiedene Akteure der Kulturlandschaft kennen. Es entsteht also eine Verbindung zwischen den Studierenden und unseren späteren Arbeitsbereichen. In einem anderen Kurs arbeiten wir mit einer Schauspielerin und Schriftstellerin gemeinsam an ihrem Projekt. Dieses beschäftigt sich vor allem mit Identität, Mann, Frau, Geschlecht. Wir spielen hier selbst auch, wir machen Improvisationskurse und gleichzeitig schreiben wir selbst auch Texte zu den Themen eben Geschlecht, Identität, Mann und Frau, was ich sehr interessant finde und einfach eine Abwechslung zu den Analyse- oder Theoriethemen in Theater und Kino. Sprich, wir machen hier wirklich etwas Praktisches, was ich sehr schön finde. Die Professoren sind außerdem sehr hilfsbereit, wenn man auch erklärt, dass Französisch nicht seine Muttersprache ist. Sie versuchen dir wirklich entgegenzukommen und auch die Studenten sind wirklich sehr, sehr freundlich und empfangen dich wirklich sehr freundlich, wenn du sagst, du bist eben aus Österreich oder aus Deutschland. Das ist wirklich ein sehr schönes Gefühl. Nächstes Mal berichte ich euch wie auch die anderen Erasmus-Studenten die Kurse finden und wie sie das ganze System hier an der Universität beurteilen würden. Bis dann!